Tradition in Not. Krankenhäuser unter Kostendruck. Das St. Salvator Krankenhaus in Halberstadt hat eine lange Tradition, die bis in das Jahr 1832 zurückreicht. Lange Zeit befand sich die Klinik in kommunaler Trägerschaft des Landkreis Halberstadt. Hohe Verluste zwangen aber den Landkreis, das Krankenhaus zu verkaufen. Seit 2004 gehört das Klinikum zur Amäus-Gruppe, die in den letzten Jahren viele Bereiche der alten Gebäude hochmodern sanieren ließen. Erst im letzten Jahr stellte man eine aufwendig modernisierte Geburtenklinik der Öffentlichkeit vor. Umso überraschender kam dann das plötzliche Aus für diese Abteilung. Immer wieder wird im Landkreis Harz der Wunsch geäußert, das Krankenhaus wieder in kommunale Trägerschaft zu überführen. In diesem Monat eröffnete das Amäus Klinikum Halberstadt gemeinsam mit der kroatischen Universität Josip Juraj Strossmayer aus Osijek einen Medizincampus in Halberstadt, um weitere Fachkräfte im medizinischen Bereich und neue Ärzte und Ärztinnen auszubilden. Wie es um das Amäus Klinikum in Zukunft bestellt ist und wo derzeit die großen Probleme im Gesundheitswesen liegen, beantwortete Dr. Axel Peger in einem RFH-Exklusivinterview. Ja, Herr Dr. Peger, Sie sind ja Mitbegründer des Amäus Klinikums. Wie kommt man eigentlich dazu, ein Krankenhaus zu gründen? Ich habe die Amäus-Gruppe gegründet. Wir haben in der Tat auch 4 Krankenhäuser in den 21 Jahren, die es Amäus nun gibt, errichtet, neu. Aber die große Mehrheit der Krankenhäuser gab es natürlich schon vorher. Die haben wir übernommen, aber all diesen, die wir übernommen haben, ist gemeinsam, dass sie sich in Schwierigkeiten befanden und dass wir die Aufgabe übernommen haben, die Fortführung sicherzustellen und das medizinische Leistungsangebot nicht nur weiterzuführen, sondern auch auszubauen. Jetzt haben Sie ja hier in Halberstadt einen ganz neuen Schritt gewagt. Und zwar gibt es hier in Halberstadt einen Medizincampus mit kroatischen Studierenden. Wie genau sind Sie auf die Idee gekommen oder wer ist da drauf gekommen? Und was versprechen Sie sich davon? Wir kommen deshalb auf die Idee, weil wir ja mit einem Fachkräftemangel zu tun haben, auch im ärztlichen Bereich. Im Bereich der Pflege sind wir bereits seit vielen Jahrzehnten gut aufgestellt. Wir bilden in unseren eigenen Krankenpflegeschulen jedes Jahr mehr Pflegende aus, mehr Pflegekräfte aus, als wir selber als Nachwuchskräfte benötigen. Im ärztlichen Bereich sieht es so aus, dass zur Zeit der Deutschen Vereinigung vom Westen 10.000 Medizinstudienplätze dazu kamen, von den neuen Bundesländern 8.000 Medizinstudienplätze, gibt rechnerisch 18.000. Leider sind es heute aber nicht mehr als 11.000 oder weniger als 11.000 Medizinstudenten, die jedes Jahr fertig werden. Und das ist zu wenig, um die ärztliche Versorgung deutschlandweit in der Fläche sicherzustellen. Das heißt, wir sehen uns gezwungen, sehen es als Aufgabe, unseren kleinen bescheidenen Beitrag jetzt mit 37 Studierenden, die wir selber ausbilden, in Kooperation mit der Medizinischen Fakultät in Osijek, unseren kleinen Beitrag hier zu leisten. Was ist denn die Ursache für diesen Missstand? Das ist jetzt eher eine politische Frage, aber wenn Sie mich direkt fragen, dann glaube ich, kann man nicht ganz verhehlen, dass der Staat oder die öffentliche Hand hier ihrer Aufgabe, genügend medizinischen Nachwuchs sicherzustellen, nicht nachkommt. Wir sind in der Schweiz leider auch nicht besser. In der Schweiz sind es auch jedes Jahr ungefähr nur ca. 65% der Medizinstudenten, der Mediziner, die wir selber ausbilden. Wir sind auch in der Schweiz darauf angewiesen, jedes Jahr 35% der Ärzte aus dem Ausland zu importieren. Ja, da nehmen sich also leider in Zentraleuropa die Länder nicht viel. Wir bilden alle viel zu wenig Ärzte aus. Es ist ja so, dass gerade private Krankenhäuser oftmals einen schlechten Ruf genießen und immer nach Kommunalisierung der Krankenhäuser gerufen wird. Wenn aber schon der Staat versäumt, Mediziner auszubilden, wie soll denn eigentlich, ich sag mal, ein Landkreis ein Krankenhaus führen? Wie sehen Sie das denn? Also die Krankenhäuser, die Amäus betreibt, sind öffentliche Krankenhäuser, allerdings in privater Trägerschaft. Ja, wir sind in keinem Fall private Krankenhäuser, um das vielleicht gerade noch mal richtig zu benennen. Ich glaube, es besteht große Einigkeit darüber in der Versorgungslandschaft Deutschlands, in der Krankenhausversorgungslandschaft, dass der Beitrag aller Träger gefragt ist.
sei es öffentliche Träger, sei es konfessionelle Träger, sei es private Träger, ohne dass wir alle an einem gemeinsamen Ziel mitwirken, nämlich in der Fläche, insbesondere auch in der Fläche. Ameos begreift sich ja als Versorger in der Fläche, die Patientenversorgung zu gewährleisten. Ich glaube, ohne den Beitrag aller gemeinsam geht es nicht. Wie zufrieden sind Sie denn hier mit dem Standort? Es ist eine tägliche Herausforderung, die Versorgung sicherzustellen. Da können wir leider nicht immer alles das tun, was wir gerne tun würden. Es ist dann schon sehr bitter, wenn man dann aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, wie sie sind, also vielleicht kurz als Hintergrund, in den Jahren 2022 und 2023 sind kumuliert die Kosten für ein durchschnittliches deutsches Krankenhaus um 13% stärker gestiegen als die Erlöse, als die Preise. So, und mit den 13%, da kommt natürlich niemand mit klar. Da würde übrigens auch ein Unternehmen in einer anderen Branche nicht klarkommen. Sie müssten ja quasi vorher 13% Gewinn gemacht haben, wenn Sie heute noch kostendeckend wirtschaften wollen. Und es hat natürlich kein Krankenhaus in Deutschland vor 2022 13% Gewinn gemacht. Das heißt, alle Krankenhäuser in Deutschland schreiben zurzeit rote Zahlen, auch wir. Und das ist sehr herausfordernd. Das heißt, wir sind täglich in dem Spagat, ob wir bestimmte Leistungen fortführen können oder ob wir aufgrund von Geldmangel das eben nicht mehr können. Das ist teilweise sehr bitter. Aber hier in der Region, was Sie gerade ansprachen, Ameos Klinikum Halberstadt, Ameos Klinikum Aschersleben, da gelingt dies sehr weitgehend. Was würden Sie sich denn auch für die Zukunft wünschen? Wir würden uns wünschen, dass Krankenhäuser nicht mehr auf der Kostenseite der Marktwirtschaft unterliegen und auf der Preisseite der Planwirtschaft, sondern dass wir genauso wie das in Österreich, in der Schweiz auch der Fall ist, dass wir als Krankenhäuser einfach ordentliche Vergütung bekommen, die die Kostensteigerung auch reflektieren. Das weiß ja nun jeder Bürger, dass wenn er einkaufen geht, dass die Preise andere sind als vor zweieinhalb Jahren. Nur im Krankenhausbereich dürfen die Preise nicht steigen, weil sie staatlich reguliert sind. Und das ist auch nur in Deutschland so und das ist natürlich ein Problem. Deswegen haben wir zurzeit eine kalte Marktbereinigung, über 50 Krankenhäuser und das sind fast alles kommunale Krankenhäuser, weil Sie ja vorhin das Trägerschaftsthema angesprochen haben, befinden sich in Insolvenzverfahren, weil auch Landkreise nicht mehr das Geld haben, um das, was die Krankenkassen oder der Bund hier an Vergütung nicht bezahlen, um das auszugleichen, um die Defizite dann auszugleichen.